habe mich unterhalten mit jungen Sportlern, die eben schon erfolgreich sind, aber jetzt eben nicht mehr so trainieren können. Weil erste Bundesliga, zweite Bundesliga, die sind ja mittlerweile, können die ihren Trainingsbetrieb, haben die aufgenommen, die sind eingebettet. Aber die, die noch nach oben kommen wollen, die in Internaten sind, die leiden. Der Druck ist enorm. Also du möchtest was machen, kannst es aber nicht. Und da leiden die Sportler, die jungen Sportler sehr darunter und werden natürlich auch eben durch diesen Druck depressiv. Ich glaube, dass wir irgendwann davon sprechen, sowohl schulisch als eben auch sportlich, dass man merkt, da kommen vielleicht nicht so viele Sportler hoch jetzt in der Zeit und das wird sich auswirken und ich finde das sehr dramatisch. Ich habe mit Robert zusammengelebt, ich weiß, wie wichtig dieser Sport ist und wenn man da ein Talent hat und viele wollen es ja dann auch beruflich machen und auf einmal entgleitet einem das. Es ist eine Tragödie, auch wenn vielleicht andere Menschen sagen, naja, das ist doch jetzt nur der Sport, da muss halt was anderes machen. Nein, das ist ein elementarer Baustein in dem Leben eines Sportlers und das kann man nicht einfach sagen, na, mach was anderes, ja, und bilde dich anders fort. Natürlich sollte man das immer parallel machen, dass man sagt, ich habe zwei Standbeine. Aber trotzdem ist das, ich verstehe jeden, der da Angst bekommt. Wir kriegen natürlich viel mehr Anfragen, die Menschen sind frustrierter und durch unsere Kampagne, ich schaffe das nicht, mit Wall GmbH und Raphael Brinkert hat man eben gesehen, dass die Menschen sich freuen, dass sie dankbar sind, dass man sie in dieser schweren Zeit nicht vergisst. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da präsent sind. Man hat traurige Geschichten mitbekommen. Eine ältere Frau, die ist mir im Gedächtnis geblieben, die eben so verzweifelt war, weil nichts mehr offen hat. Sie nicht ins Café kann, sie nicht mehr in ihr Schwimmbad kann. Also da spielen sich wirklich, glaube ich, hinter den Wänden teilweise ganz, ganz schlimme Tragödien ab.